Entspannte Stimmung heute Mittag auf der Abschlusspressekonferenz des Handball-Zweitligisten TV Emsdetten. Ungeschlagen grüßt der TVE von der Tabellenspitze. Eine Momentaufnahme, die Trainer Patrick Liljestrand keineswegs überrascht. Ich weiß, dass wir haben Potenzial. Wir haben doch ganz viele Probleme gehabt. Aber ich denke, dass unsere Gegner in die fünf ersten Spiele hat für Beispiel Saint-Louis und Hildesheim hat mehr Probleme als wir. Und da könnten wir auch auf das profitieren. Wir sagen, wir entschuldigen uns nicht für unsere 10-0 Punkte, kein Thema. So, ich bin sehr zufrieden. Ne? Gerade in dieser Saison besticht das Team noch einmal mehr durch einen gesteigerten Zusammenhalt. Die Mischung aus erfahrenen Leuten wie Elvis Selmanovic, Stefan Thünemann und Patrick Qualwig sowie jungen Akteuren, zum Beispiel Nils Babin, sind ein großer Trumpf. Auch Abwehrchef Patrick Qualwig schwärmt vom Teambuilding in Emsdetten. Er hatte wirklich einen unglaublichen Anfang hier, einen guten Start und dafür freuen wir uns alle wirklich. Und es ist einfach so, wenn es läuft, dann läuft es wirklich. Und jetzt haben wir das richtig gut zusammen als eine Mannschaft hingekriegt dieses Jahr. Und wir kämpfen alle zusammen und wir wollen einfach gewinnen die ganze Zeit. Und das fühle ich ist ein bisschen was anderes als letzte Saison. 132 geworfene Tore nach 5 Spielen sind schon ein passabler Wert. Der TVE besticht in dieser Spielzeit aber durch sein Defensivverhalten. Stefan Thünemann und Patrick Qualwig leisten im Abwehrzentrum Schwerstarbeit und machen so die Tür zu. Zusammen mit Torwart machen wir das jetzt sehr gut. Ich meine, das wird auch schwer für die Mannschaft, wenn die viel arbeiten muss. Also unsere Gegner, dass sie viel arbeiten muss gegen unsere Abwehr und die werden ja auch dann müde und dann machen wir das einfach in Angriff. Morgen kommt nun der HCR Langen und gerade jetzt drückt beim TVE der personelle Schuh. Janko wird leider nicht mitspielen, wie das aussieht. Stefan Thünemann ist krank. Ich hoffe, dass es nicht wird schlimmer bis morgen. Und dann hat Vitali auch mit einem Ellbogenproblem, hat nicht trainiert auch. Also in unserer dünnen Kader ist da doch ein paar kleine Probleme. So, ich weiß nicht genau, wer es ist. Janko ist nicht da, da weiß ich.